Willkommen, Herrschaften, zu meinem dritten Let's Talk vor meinem 19. Let's Play. Ich wollte nochmal ein schönes Hallo an meine Abonnenten sagen. Dies ist mein 75 Abonnenten Special. Ich weiß nicht, ob das ein Special ist. Ich mache es halt einfach. Hauptsächlich deswegen, weil ich nachher was zu dem Let's Play sagen muss, aber ihr fühlt euch dann vielleicht etwas besser, obwohl ich euch alle nicht mag. Keinen einzigen von euch. Ihr seid Schwammerln. An dieser Stelle soll ich noch andere Pilze grüßen, nicht nur die von der 7b, sondern auch die von der 7c. Ja, auch ihr seid geistig vielleicht nicht ganz so auf der Höhe, weil ihr euch sowas anschaut. Wenn ihr es euch anschaut, bitte dreht ab. Und noch eine weitere Gruppe, da wir letztens den Tag der offenen Tür hatten und einen Haufen von diesen Typen dahergekommen sind, möchte ich auch ehemalige Maturanten bzw. ehemalige Schüler aus der 8b grüßen. Willkommen. Einige von euch sind ja so dämlich, die kommen noch immer in die Schule regelmäßig. Andere kommen zumindest nur einmal im Jahr, was schon schlimm genug ist, meiner Meinung nach. Allerdings, man muss dieser Gruppe von Menschen auch ein Lob aussprechen. Einige von ihnen sind so intelligent, dass man ihnen mehrere Minuten zuhören kann, ohne dass man aus den Ohren blutet. So gesehen, vielleicht wird aus denen sogar noch irgendwas. Okay. Das waren die Nettigkeiten. Hier noch ganz kurz, damit ich es nicht vergesse, habe ich mir das unten aufgeschrieben. Also ich habe beim letzten Let's Talk angekündigt, dass ich ein weiteres Let's Play machen werde. Ihr habt euch mehrheitlich 4 zu 1 Stimmen für das Let's Play zu Don't Starve entschieden und danke für eure Hinweise. Ja, es gibt noch tausende andere Spiele, die man Let's Playen könnte. Das werde ich trotzdem nicht tun, weil es mir einfach nicht interessiert. Schon gar nicht irgendwelche Shooter, Rennspiele, Sportspiele oder sonst irgendeinen Blödsinn, den kein Schwein interessiert. Oder nur Leute, die hohl sind. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte euch jetzt nicht beleidigen, aber ihr könntet ruhig was Intellektuelleres spielen. Gut, das dazu. Das wird sicher lustig. Ich habe schon 2 Folgen aufgenommen. Bei der ersten wäre ich beinahe gestorben. Das heißt, das wäre ein schnelles Ende gewesen. Das hätte mir vielleicht besser gefallen. Aber ich habe es trotzdem irgendwie überlebt. Schauen wir mal, wie lange das dauern wird. Und jetzt noch ganz zum Schluss. Weswegen ich dieses Special eigentlich aufnehme. Es geht darum, meine Herrschaften, aufgrund meiner technischen Inkompetenz, Blödheit oder sonst irgendwas, habe ich es geschafft, die nächsten 2 Let's Plays zwar mit Ton aufzunehmen. Das heißt, man hört im Hintergrund wunderschön dieses Dü-d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 ü
Befestigungen kaufe und gleichzeitig eine neue Regierungspartei bekomme, die mich hindert, mehr als 50% Steuern zu verlangen. Diese zwei Punkte zusammen treiben mich fast in den Ruin, tun sie aber nicht, Gott sei Dank. Ja, und dazwischen passiert nicht allzu viel, ein paar Rebellionen, ein bisschen Wirtschaft aufbauen, ein bisschen Forschung betreiben, also sowas in die Richtung halt. Gut, und damit ihr auch noch irgendwas Intellektuelles kriegt, und nicht nur Computershorts, würde ich euch anraten, vielleicht einmal etwas zu lesen. Und damit kommt gleich eine Buchempfehlung. Wartet's. Hier habe ich ein Buch. Buch. Kann man den Titel lesen? Nein, natürlich nicht. Hahaha. Der Schrift ist nämlich Silber auf Grau. Den Autor können wir lesen. Haruki Murakami. Buch nennt sich 1Q84. Kann ich nur weiterempfehlen. Bitte lesen. Ist fast nicht dick. Schaut, nur ein bisschen über 1000 Seiten. Und dann habt ihr wenigstens auch etwas für eure Intellektualität getan. Vielleicht wird irgendwann mal ein richtiger Mensch aus euch. Gut. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.
Thank you.
Ja.